Ja, die IAA 2021 Mobility wird diesmal eine ganzheitliche Verkehrsshow, nicht nur eine Automobilausstellung. Natürlich wird das Automobil weiterhin eine zentrale, eine sehr wichtige Rolle bei dieser Messe spielen, aber es soll diesmal deutlich darüber hinausgehen. Wir wollen auch die gesellschaftlichen Auswirkungen der Mobilität, die Auswirkungen auf die Umwelt und wollen eben hier ja, die Konzepte von heute und von morgen vorstellen, auch mit digitalen Konzepten, auch mit neuen Antriebssystemen. Und es wird eine Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger diesmal deutlich mehr werden als in der Vergangenheit. Das heißt, nicht nur an einem Standort Autos auszustellen, sondern in einem größeren zusammenhängenden Gebiet die Mobilität darzustellen, die Bürger in die Diskussion einzubeziehen, nationale und internationale Aussteller natürlich wieder zu präsentieren. Und ich bin überzeugt, wir werden mit dieser IAA Mobility 2021 neue Maßstäbe setzen, werden zu neuen Ufern aufbrechen. Und ich freue mich auf diese Veranstaltung. Diese Ausstellung wird eine herausragende Ausstellung für die Automobilität und für die Mobilität der Zukunft sein.